Leben. Und ich habe sie vor einigen Minuten noch zu Hause erleben dürfen. Es war eigentlich so wie vor 2 Jahren. So, das war vorab. Wobei ich das vorher nicht noch sagen darf, dass als ich vor 2 Jahren hier als Weinkönigin gekürt wurde, war ich wie heute ziemlich aufgeregt. Damals war alles neu da und ich noch nicht wusste, was alles auf mich zukam. Und heute, weil ich erfahren durfte, wie schön, spannend und fröhlich so eine Amtszeit sein kann und wie schnell es leider wieder zu Ende geht. Rückblickend kann ich gar nicht sagen, welches Erlebnis, welcher Besuch der schönere war. So wie man bei einer Perlenkette auch nicht die einzelne Perle besonders hervorhebt, sondern das Ganze bewundert. War jeder Besuch für mich ein besonderes Erlebnis. Und überall oft gibt es bei der Perlenkette einen besonders schönen Verschluss. Für mich gesehen ist das natürlich das Weinfest und mein toller Weinumzug bei strahlendem Sonnenschein. Was wäre aber eine Weinkönigin ohne die Menschen um sie herum, die sich um sie kümmern, sie betütteln und dafür sorgen, dass alles für sie jederzeit klappt. Euch allen, die mir stets geholfen haben, ob die Freunde vom Haus Fächerschluss oder Rathaus bis hin zu meinen Eltern, euch allen ein herzliches Dank. Ein kleines Moment zum Abschied. Und lieber Hans, ich weiß, dass du ein Hobby hast und auch gerne mal Lokomotive spielst. Deshalb habe ich hier so einen kleinen Wagen besorgt mit Weinfässern, der um 1945 gefahren ist und darauf sind Fässer aus Frankreich. Das verbindet nochmal unsere Partnerschaft mit Ville Morve. Ich möchte dir das überreichen als Erinnerung an unsere Abschied. Ja, so, meine Damen und Herren, da ist es.